Die originale Pinsa mit 72 Stunden Teigführung und dadurch einem Geschmack, einem Aroma, einer Luftigkeit, die dich direkt nach Rom katapultieren. Perfekt zum Vorbereiten für Gäste, aber auch perfekt für hausgemachte Tiefkühlpinsa. Hier kommt mein Rezept. Hi, ich bin Jo und ich backe Brot mit Siemens Hausgeräte. Für den Pinsateig brauchen wir natürlich Mehl, wie für jeden Teig. Ich meine, das ist offensichtlich. Das hier ist einmal ein Weizenmehl, Tipo 00. Wir haben aber, und das ist das Besondere am Pinsateig, wir haben daneben auch noch ein Sojamehl und ein Kichererbsenmehl. Die drei Mehle werde ich jetzt schon mit dem Salz in der Schüssel gut miteinander vermengen, damit sich das alles gut verteilt, denn wir machen mal wieder einen Teig ohne Kneten. Beim Teig ohne Kneten ist es immer wichtig, den eben vorher erstmal die trockenen Zutaten alle gut miteinander zu vermischen und dann später die feuchten Zutaten mit der Hefe gut zu vermischen, damit das eben alles schön verteilt ist und am Ende es nicht hier ein Mehlnest und da ein Hefenest gibt. In unsere Wasserkaraffe kommt dementsprechend das Olivenöl mit rein. Und jetzt, bei mir nach Augenmaß, bei euch zu Hause hoffentlich mit einer Feinwaage, genau 2 Gramm Hefe. Als kleine Eselsbrücke, wie man ungefähr 1 Gramm Hefe sich abmessen kann, auch wenn man keine Feinwaage hat. Eine Erbsengröße ist ungefähr 1 Gramm. Ich habe hier 2 Erbsen, die kommen hier rein. Jetzt löse ich die Hefe im Wasser auf. Und dieses Gemisch kommt dann zum Mehl. Wenn du aufmerksam bist, hast du gesehen, dass ich hier noch ein bisschen mehr Wasser habe. Das liegt daran, dass ich nur 2 Drittel des Wassers jetzt erstmal für den Teig verwendet habe. Das ist eine sogenannte Basinage, das ist der Fachbegriff. Es ist einfach ein Restwasser, den man sich ein bisschen zurückhält und dann nur bei Bedarf dem Teig eben noch entsprechend hinzugibt. Ich verrühre jetzt also erstmal meinen Teig und schau, wie entwickelt er sich, ist er zu trocken oder passt er schon? Und hier muss ich sagen, der ist eindeutig viel zu trocken. Denn für Pinsa brauchen wir einen sehr, sehr, sehr weichen Teig. Der Hintergrund ist der, dass selbst Mehle vom selben Typ und vom selben Getreide unterschiedliche Eigenschaften haben können. Von der einen Mühle kann mehr Wasser aufnehmen, das von der anderen Mühle kann ein bisschen weniger Wasser aufnehmen. Deswegen empfiehlt es sich immer, ein bisschen Wasser zurückzuhalten und dann eben nur bei Bedarf dazuzugeben. Ich weiß jetzt schon, okay, hier werde ich noch einiges brauchen, also gebe ich schon mal die Hälfte von meinem zurückgehaltenen Wasser zu. Und das ist auch jetzt schon ein relativ weicher Teig, aber wir machen ja Pinsa und Pinsa ist wirklich ein richtig weicher Teig. Also noch ein bisschen mehr. Was soll der Geiz? Alles rein. Und dann rühren, 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 bis sich das Wasser und das Olivenöl wunderbar mit dem Teig verbunden haben. Es sollten auch keine trockenen Nester mehr im Teig vorhanden sein. Und das war's dann auch schon. Den Teig decken wir jetzt mit einer Frischhaltefolie ab und der darf für 72 Stunden in den Kühlschrank. Ja, 72, du hast richtig gehört. Das ist aber wichtig, denn wir müssen nichts weiter mit dem Teig machen. In dieser Zeit kann aber in dem Teig alles passieren. Es können sich die Glutenketten bilden, das heißt, er wird fest, das Mehl quillt auf und vor allem darf er reifen. In der Reife entwickelt er Aroma, aber eben auch Gärgase und dadurch wird erstens nachher der typische Pinsa-Geschmack und zweitens eben die typische Pinsa-Luftigkeit erreicht. 3 Tage später ist der Teig tatsächlich schon ganz gut aufgegangen, aber nicht übermäßig. Das ist auch genau gewollt so. Wir bestäuben die Arbeitsfläche mit Mehl oder noch besser mit Hartweizenmehl, also mit Semola Rimacinata. Dann kann man, um den Teig hier rauszubekommen, ist es immer ganz hilfreich, hier noch ein bisschen Hartweizenmehl an die Ränder zu streuen. Und dann kann man hier einfach mit der Hand reingehen. Und den
so im Ganzen hier rausholen. Das ergibt 4 Pinsen. Deshalb werde ich den Teig jetzt in 4 gleich große Stücke teilen. Einmal halbieren, vierteln und vierteln. Und je nachdem, wie genau man hier jetzt arbeiten möchte, kann man das natürlich auch abwiegen, damit jeder Teigling genau die gleiche Größe hat. Aber ich mag es immer gerne rustikal und da darf es auch unterschiedlich groß sein. Die Teiglinge werden jetzt ein bisschen auf Spannung gebracht. Dazu einmal zur Mitte schlagen, nochmal zur Mitte schlagen, umschlagen und dann so ganz leicht rundschleifen. Das reicht schon. Und das machen wir mit allen 4. Funktioniert am besten auf der nicht bemehlten Arbeitsfläche. Und in dieser Form dann auf ein Küchentuch oder Leinentuch. Leinentuch wäre natürlich noch besser, aber jedes Küchentuch funktioniert eigentlich auch. Das einmal bestreuen, wieder mit Hartweizenmehl. Wer kein Hartweizenmehl zur Verfügung hat, kann auch Roggenmehl nehmen, ein feines Roggenmehl. Damit klebt dann gar nichts am Tuch. Weizen und Dinkelmehl werden tatsächlich wirklich zu einem Kleber, also sind dann eigentlich sogar kontraproduktiv. Deshalb Hartweizenmehl oder Roggenmehl. Einmal hier dazwischen hochfalten, nochmal bemehlen, Teiglinge da rein, nochmal von oben bemehlen. Und dann kann das einfach mit dem Tuch abgedeckt werden und so nochmal für ein paar Stunden, bis wir dann soweit sind, in der Küche ruhen. Für die Pinsa heizen wir den Backstein in der Schiene 4 vor und zwar auf maximaler Temperatur. Wir gehen auf Heizarten, Ober-Unterhitze, wählen 300 Grad, denn dieser Ofen schafft 300 Grad, was wirklich perfekt ist für Pizza, Pinsa, Ciabatta, alles, was sehr, sehr luftig mit einer dünnen Kruste sein soll. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, den Backstein für mindestens 20 bis 30 Minuten vorzuheizen. Und während der Ofen vorheizt, kümmern wir uns schon mal um die Tomatensauce. Dafür habe ich mir hier geschälte San Marzano-Tomaten genommen. Die passiere ich jetzt einmal durch ein Sieb. Du kannst natürlich auch einfach schon stückige Tomaten kaufen. Funktioniert genauso gut. Ich mag es immer, wenn es ein bisschen feiner ist. Deswegen passiere ich es hier einmal durch. So dass die ganz groben Stücke auf jeden Fall übrig bleiben. Und wer jetzt mag, kann sich von den feineren Stücken hier noch ein paar aus dem Sieb wieder mit in die Soße reingeben. Das jetzt noch würzen mit Olivenöl, Salz und ein bisschen frisch gemahlenem Pfeffer. Die Soße stelle ich beiseite. Und jetzt geht's an den Teig. Die Arbeitsfläche einmal mit Semola bestäuben, also Hartweizenmehl. Teigling drauffallen lassen und jetzt wirklich minimalste Bearbeitung. Einfach nur mit den Fingerspitzen lang drücken. Gerne auch über der Hand noch so ein bisschen lang ziehen. Und dann vor allem in die typische längliche Form bringen. Wichtig ist hierbei, dass man wirklich genug Semola verwendet, vor allem unter dem Teig, dass der nicht festklebt, denn wir wollen den ja gleich noch auf die Schaufel ziehen können. Und dann wird die Pinsa erstmal nur mit Tomatensauce bestrichen. Warum? Wenn wir jetzt schon alle Zutaten mit drauf machen würden, dann wäre einerseits die Gefahr, dass die Zutaten verbrennen, weil wir arbeiten hier bei 300 Grad mit Oberhitze und auf der höchsten Schiene. Dadurch könnten die Zutaten verbrennen und zum anderen soll die Pinsa ja sehr, sehr luftig werden, also auch in der Mitte. Und zu viele Zutaten würden, ähnlich wie bei einer Pizza, eben diesen Teig dann unten halten und nicht aufgehen lassen.
Ein weiterer Vorteil davon, wenn man nur mit Tomatensauce vorbackt, ist dann auch, dass man theoretisch mittags schon alles vorbereiten könnte und abends, wenn Gäste kommen, dann müsste man die Pinsa nur noch mal kurz mit den restlichen Zutaten im Ofen warm werden lassen und hätte so einen sehr, sehr stressfreien Abend. Dann geht die Pizza auf unsere Schaufel, die ist natürlich beim Backstein im Lieferumfang enthalten. Die Schaufel auch einmal ein bisschen mit Semola bestreuen und dann einfach den Teig hier drauf ziehen. Hier kann er noch mal ein bisschen in Form gebracht werden. Und dann gehen wir damit zum Ofen. Ofen auf und jetzt mit so ruckartigen Bewegungen die Pizza langsam auf den Backstein sliden lassen. Ofen schließen und das sollte jetzt so 4 bis maximal 5 Minuten dauern. Und nach, in dem Fall 4,5 Minuten, nehmen wir unsere Pinsa raus. Wunderschön! Fantastisch! Die ist wirklich fantastisch geworden. Und jetzt schau mal, wie fluffig der Rand geworden ist. Ich lieb's einfach so abgöttisch. Und für die letzte Pinsa habe ich nochmal den Grill kleine Fläche auf Stufe 3 zugeschalten. Das sieht man richtig schön, die ist nochmal ein bisschen mehr aufgegangen, die hat noch mehr Hitze von oben bekommen und hat diese typischen Brandstellen, die man von richtig guter Pizza oder eben vor allem von Pinsa auch kennt. So, hier sind unsere 4 unbelegten Pinsen, die können wir jetzt natürlich direkt belegen und an die Gäste rausgeben oder alternativ könnte man die jetzt in dieser Form einfach einfrieren und hätte sich dann so seine eigene TK-Pinsa hergestellt. In dem Fall einfach im gefrorenen Zustand belegen, in den vorgeheizten Ofen bei 220 Grad für 6-7 Minuten und das Abendessen ist gerettet. Ich mache jetzt gerne noch ein bisschen frische Soße drauf. Das ist natürlich kein Muss, aber ich finde, das hebt nochmal den tomatigen Geschmack richtig schön hervor. Allerdings hier Vorsicht, nicht zu viel, sonst wird es zu flüssig. Dann geht es weiter mit ein bisschen Basilikum. Ich rupfe das hier so ein kleines bisschen klein. Dann kommen frische, sehr dünn geschnittene Feigen. Und der Belag ist natürlich jedem komplett freigestellt. Das ist einfach eine Variante, die ich sehr, sehr gerne mag. Dann ein paar Kleckse grünes Pesto. Und zu guter Letzt eine Burrata in die Mitte. Die toppen wir nochmal mit ein kleines bisschen Basilikum, noch ein bisschen frisches Olivenöl. Frisch gemahlener Pfeffer. Und jetzt anschneiden. Die Burrata öffnen, das Stracciatella verteilen und das ist wirklich mein absoluter Traum. So, und bevor mir jetzt hier das ganze Team auf den Tisch springt, schneide ich sie an und werde sie probieren. Trommelwirbel. Sieht das nicht absolut fantastisch aus? Okay, hier kommt der Taste-Test. Das ist wirklich die Art von Rezept, die mich nachhaltig und absolut glücklich macht. Macht's zu Hause nach, aber lasst bitte auch ein Like da, abonniert den Kanal, um weitere Rezepte nicht zu verpassen. Und ich gönne mir jetzt diesen Rest und teile natürlich auch ein bisschen mit dem Team. Macht's gut!